Wir behandeln die Map von einem weiteren Fragezeichenträger. Er trägt das Fragezeichen heute ein wenig sehr hoch, nämlich im Gesicht. Zumindest, wenn man davon ausgehen sollte, dass dieses Bild denn das Gesicht darstellen soll. Man weiß es ja nie so genau, ne? Das kann ja irgendwas sein. Ich meine, auf den Bildern, da war ja schon alles Mögliche drauf. Meine ganze Person, mal ein Haus. Ich meine, ein Haus trägt man auch nicht im Gesicht normalerweise. Oder machst du das gerne mal? Doch, ja. Redest du von dem Fragezeichen von dem User? Ja, hast du da kein Fragezeichen? Bei mir ist kein Fragezeichen, bei mir ist da ein Bild. Oh, das ist ja schön. Aber ich sag ja mal anfangen mit einer Ansage. Nee, mach einfach zurück und nochmal vor und dann müsstest du auch das Bild haben. Hab ich schon. Liebe Leute, wir spielen Hardly Easy von Panike. Panike. Ja. Panike? Panikfrisch. Ich hab auch an Fanny Frisch gedacht. Total komisch. Ja, jetzt hat sie ja Werbung gemacht. Ich hab ja Panikfrisch gesagt. Ach so. Ja. Puh, jetzt auch die Luft raus, ne? Ja, ich würde sagen, wir legen einfach direkt los. So, ich spiele. Falls auch noch jemand Luft haben sollte, dann bitte gerne vorbeischicken. Vielen Dank. Das ist einfach ein Loch. Lasst uns jetzt das Brückenbauen üben. Die Menschen hatten hier traurige Ergebnisse, vor allem... Wie oft haben wir diesen Text schon gehört? Ziemlich häufig. Ja. Das sieht ja cool aus hier drin. Bup. Lag. Sehr dunkel. Und hooray! Ja, ich wollte einfach mal sterben. Bup. Es war mir seit Monaten ein Anliegen. Wie lag? Bei mir lag's, ich steh mal plötzlich woanders. Und jetzt bin ich raus. Wie, du bist raus? Du stehst gerade noch in der Gegend hier rum. Erneuter Verbindungsversuch, jetzt bin ich wieder da. Ah. Oh, hallo. Hallo. Du zuppelst ein bisschen. Ich habe keine Ahnung, was es gerade ist. Ich auch nicht. Aber auf das sieht Seite aus wie schönes Leder. Auf der anderen Seite kann man nur sterben, ja, da ist noch mehr Leder. Allerdings sehr kalt und sehr hart. Guck mal. Hä? Oh. Hä? Wie blöd der Ausgang ist. Oh, Tatsache. Du bist aber blöd. Guck mal, wie orange der Ausgang ist. Oh. Was? Boing. Hoi. Boing. Ist das erlaubt, was du da gerade getan hast? Weiß ich nicht. Es hat glaube das nicht. Verboten. Oh, ich bin zu weit. Hier ist eine 8 drauf gemalt. Was soll der Unfug denn? Sollen wir dem Beachtung schenken? Verdammt. Das ist zu hoch. Meinst du? Komm, wir schaffen das. Willst du da wirklich so hin jetzt? Ja! Nein, oh, fast. Oh! Nein. Das so ein bisschen zu Adi Höbe hat gepasst, oder? Das sah bei dir echt gut aus. Ja, das war super. Okay, aber ich stehe gerade wieder. Mist. Ja, nö, nicht so. Ja, warum eigentlich nicht? Oh, warte. Nein, Mist. Hey. Mist, das könnte sogar gehen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht so gedacht ist. Wobei, es geht. Das ist ja lustig. Dann kommt ein Laser. Höchsten Laser. Da ist ein Laser. Ja, was haben wir davon? Da kommt ein Haken hin. Da unten setzt sich ein Haken. Ein Hacken. Ein Hacken. Ja, das ist schön. Jetzt mal Hacken in Beton hier. Oh. Was ist das für ein Spruch, Hacken in Beton? Keine Ahnung. Ich kenne nur Butter bei die Füße. Ah ne, das ist was anderes. Was ist hier? Stell dir mal vor, du stehst in einer Pfanne drin, in so einer riesigen Pfanne, so eine 2 Meter Pfanne und deine Füße brutzeln in Butter gerade. Ich fände das eher uncool. Na, ich auch. Viel Spaß beim Sorglosen durch die Luft segeln. Ja, mache ich auch. Vielen Dank. Wow. Hey. Ach, bin ich selber reingelaufen. M trifft's ganz gut. Viereck. Wurde bedacht, dass man hier einfach so draufspringen kann. Sollte man hier also so hinlaufen können? Ich glaube nicht. Oh. Wir haben da ja einen Laser. Der muss auf die andere Seite hier. Ich bin hier oben, hier mal. Hier gibt's was. Oh, hier oben, da mal, da oben, da. Was passiert hier? Weiß ich nicht.
Achso, die Bridge geht aus. Mögst du da gleich mal runterkommen hier? Ich komme gleich. Ja. Ich drück mal gerade hier drauf. Oha. Na, das ist ja mal der Knaller. Was ist denn jetzt? Ja, der hinten hat sich was umgedreht. Achso. Magst du da trotzdem mal runterkommen? Ich will doch aber nicht. Ich glaube, wir müssen beide mal hier hoch. Weil hier ist so eine Sprung, so ein Sprungding, wo man springen kann. So ein Sprungding? Ja. Warum bist du da? Hast du da? Oh. Hier bin ich. Wow. Hör. 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 Warte. Hör. Oh. Ich glaube, es. Oh. Ich glaube, du musst nochmal. Müsst ich jetzt sterben? Verdammt. Sieht so super aus, wie du da. Zurück kommst du ja nicht, wa? Hui. Woo. Nee, man kann ja immer nicht. Na. Oh. Du bist noch sehr weit außerhalb vom Peter geschwoben. Ich finde das nicht gut. War ein bisschen schon, aber nicht so viel. Kommen Sie nochmal hoch? Ja, ich komme nochmal hoch. Soll ich dann Junge, oh Mann. Soll ich dann ganz früh dann da runter hier kommen? Nee, jetzt ist entspannt. Jetzt ist da die Bridge. So. Hattest du mich gemobbt gerade? Nee. Jetzt sollen wir da rüber. Die Bridge hält aber nicht. Warte. Wer ist Death? Ah, da hinten dreht es um. Machst du nochmal die Bridge dahin? Bringt wahrscheinlich nichts. Nee, da wird dir der Peter nicht von aufgehalten. Das heißt, man kann hier rüberspringen. Nein, kann man nicht. Das ist ja dämlich. Ich glaube, eigentlich sollte. Man sollte eigentlich rüberspringen, glaube ich. Ja. Ich hätte auch gedacht, dass die Bridge den Peter aufhält. Bridge hält den Peter auf. Achso, ich kann ja einfach hier gucken mal. Was kannst du? Ich kann hier oben ein Portal hinsetzen. Wie Portal? Hallo? Welch? Hallo? Mastje. Hi. Hier weiß man echt nicht mehr, wo oben und unten ist. Echt schlimm. Ja, aber. Soll ich mal nochmal versuchen? Ich schaff das. Duck dich mal, wenn du springst. Nee. Das ist schön. Ja, nicht so, ne? Nee, irgendwie nicht so ganz. Ich meine, die Idee ist nett, aber. Nee, warte, weil man muss den hier Peter ausschalten. Da ist doch die Verbindung. Oh, Tatsache, ey. Wo war der Laser nochmal? Der Laser war. Ich muss nochmal runterkommen. Warte, ich muss nochmal runterkommen. Komm runter hier. Joi. Ja, du lachst auch noch. Ja, entschuldigen Sie mal. Nur da oben war der Laser. Ja, das war ja eigentlich das, was ich eben schon machen wollte. Hättest du mal eben auf mich gehört, dann hätten wir schon die Welt gerettet. Jetzt, verstehst du? Ja, Das erinnert mich an Dieter Hallervorden. Kommst du mal rüber hier? Soll ich? Ja. Okay. Du musst den Laser nämlich anlasieren. Pion? Bitte? Ja. Du musst immer hoch. Falls du das kannst du, ne? Wie hast du das schon gemacht? Hier so da mit. Da oben so. Ein Portal hingemacht. Ja. Da musst du dich halt ducken. Okay. Wenn du direkt hier frisch raus verlumpelst, dann geht das. Ich glaube, ich bin einfach zu. Du bist, glaube ich. Ich glaube, du musst nur einen leichten Drive nach vorne haben. Okay, ich versuch's mal mit einem leichten Drive. Ja, der Drive darf auch mal ein bisschen auffälliger sein. Oh. Warte mal, ja. Machen Sie das mal, versuchen Sie es mal. Hoi. Beweisen Sie mal, was Sie können. Siehste. Ja, bist du so. Jetzt ist da oben der Peter aus. Jetzt kannst du da oben ja nochmal hin, vielleicht. Ja, ich versuch's. Ja. Jetzt kannst du da mal drüber springen. Brauchst du den Peter gerade? Ja, ne? Ja. Oh. So. Grazie. Da. Achso, aber ich komme hier jetzt nicht durch. Das ist natürlich ein Problem. Scheißendreck. Das ist natürlich ein Problem jetzt. Warum? Kriegen wir irgendwo hier einen Würfel oder sowas? Ich weiß es nicht. Ich hätte zumindest nichts dergleichen gesehen.
kein solches gewürfeltes Ding. Ich wollte Kompott sagen, aber es stimmt ja gar nicht. Selbst wenn ich Kompott würfle, ne, ist es immer noch Kompott. Ist sie plötzlich dunkler geworden? Nee, ich habe nur was getrunken. Ach so. Jetzt findet den Zusammenhang. Du hast aber sonst keine Options da hinten, ne? Nee, hier nicht. Also hier ist... Nee. Ja, warte, ich komme dann mal eben rüber. Wah. Gehst du nochmal... Oh. Na! Taray. Kein Problem. Dann muss ich dich da hochlassen. Vermutlich. Und dann muss ich hier nochmal hochspringen. Weiter geht ja auch kaum. Was war in der dunklen Ecke da? Nee, da bist du ja am Anfang hingelaufen, ne? Wobei, das sehe ich nicht. Was? Wenn man hier reinkommt, dann... Ja, kannst du nochmal hingehen. Wenn du magst. Da muss auch noch ein Würfel hin. Wenn du magst. Wir brauchen den Peter. Wir brauchen zwei Würfel. Ah. Da ist nur halt nur Glas und Sterberei. Ui, da ist ja auch noch mal ganz schön viel. Eieieiei, das glaube ich... Jetzt haben wir so eine lange Map. Hab ich ja, wir wollten doch eigentlich gleich... Also es ist ja jetzt schon 5:30 morgens bei dir. Ich wollte eigentlich jetzt kurz und knackig... also eine Map haben. So, wo wolltest du mich? Wie runter, willst oder? Du mich? Ich will dich hier auf meinem Teller. Nee, ich glaube, das geht nicht. Ich glaube, das geht nicht, was ich mir gerade für Wandhahn überlog. Weil da fehlen uns Portale dann für wahrscheinlich. Okay. Oder? Wo ist ein Slash? Nee, vielleicht könnte es doch funktionieren. Was denn? Ja, du könntest dich mal. Warte, wir schubsen. Nee, es geht auch nicht. Warte mal, kann das gehen? Ich glaube, dass... Nee, mein Plan geht doch nicht auf. Ich weiß nicht, ob man vielleicht doch über den Peter irgendwie drüber springen kann? Nee, drüber kann man glaube ich nicht. Wenn er jetzt extra schon geknopft, dass man das beseitigen kann da. Naja. Was sind das für Tore eigentlich hier? Gute Frage, nur dieses lässt sich anscheinend öffnen. Man kann davon leicht abspringen. Ja, Tatsache. Schön. Ich hatte es vorhin auch mal versucht, nur mit Gegenlaufen, aber das hat nicht funktioniert. Ja, du bist halt nicht so gegenläufig. Da unten ist das so, das ist aber auch sonst nichts anderes. Ich muss sagen, ich habe gerade nicht so tierisch die Böcke jetzt auf die Map gerade. Weil bisher fehlt mir das Erfolgserlebnis. Ich habe auch gerade überhaupt... Und ich habe die Befürchtung, dass wir da hier noch eine Stunde dran werkeln werden. Verstehst du? Ich verstehe das. Lass noch einmal hier alle Optionen durchgehen. Bin die alle durchgegangen. Das kam überraschend. Haha, Überraschungseffekt. Viereck? Als ob jemand ein Tischfeuerwerk zünden würde. Wollen wir denn Viereck? Tisch. Vier Ecken hat mein Hut. Wie wollen wir Viereck? Wo ist denn ein Viereck? Kann man vielleicht auf die Lightbridge drauf springen? Es fahr es, I weiß nicht. Ist da hinten nicht noch eine andere Portalfläche oder sowas? Da, kannst du mal hier entpetern dich. Why? Nee, geht auch nicht. Wie? Das ist auch lustig jetzt hier. Was denn? Ja, auch nix. Nö. Aus, da ist an. Magst du mich dann nochmal hochletten? Ja. Yep. Als kämst du aus Lettland.
So, vielen Dank. Hello. Hallo. Was ist hier? Ach, da hinten ist das. Warum? Ich weiß es nicht. Ich hatte gerade eine. Tja, aber ich habe, glaube ich, auch nicht mehr. Magst du da mal durch die Portale gehen? Warum auch immer? Was? Also. Portal. Durch die Portale? Durch welche Portale? Durch deine. Ja, gut, aber ich komme auch so nach unten. Das ist ja überhaupt kein Problem. Ja, ich hab's gemerkt. Ja. Und denn? Was war dein Plan? Ich überleg grad. Das kann nur noch dauern. Wir haben leider eine sehr begrenzte Anzahl Portale. Das ist das Problem, was ich hier gerade mir so ausgedacht habe. Da muss auf jeden Fall irgendwann mal ein Portal sein und da, damit der Laser dahin umgelenkt werden kann, nachdem man da oben steht. Korrekt. Ist allerdings halt die Frage, ne? Die Portale da? Ich glaube, es wäre ganz cool, wenn du die mal machst. Für den? Für den Laser? Ja, genau. Ich überlege aber gerade, wie du denn hier hochkommst. Ich meine, der Teil ist relativ klar. Zu dir hoch? Da kannst du aber nicht oben da hoch, irgendwie zu dem blauen, ne? Zu dem blauen Portal. Da oben kannst du nicht hinkommen. Wie? Ja, weiß ich nicht. Ein hellblaues. Ich weiß noch nicht, wo dein hellblaues ist. Achso. Kannst. Wobei. Nee, das wäre Quatsch. Wobei. Gehst du mal. Na, ich schwebe. Verdammt. No! Na, ich schwebe schon wieder, verdammt. Ich bin einfach zu leicht. So, gehst mal durch mein hellblaues und versuchst auf das Blaue zu springen, auf die blaue Pampe und dann oben auf den Knopf zu springen. Was? Es ist ziemlich abgefahren, du musst ein bisschen nach rechts springen. Auf das Blaue und dann direkt da oben auf den Knopf, das geht. Ach so, okay, ja, ja, ja. Das habe ich eben auch schon gemacht. Okay, warte. Ah, das war falsch. Die Orientierung war überhaupt nicht da. Überhaupt keine Lustig Ahnung, wo ich das musst du gleich quasi nochmal machen. Ja. Ja, hierin lag's. Ich behaupte aber auch mal, dass es. Oh ja. Ja, das ist gut, soweit. Wir brauchen halt trotzdem zwei Mann irgendwie. Nee, wobei, warte mal. Jetzt springst du wieder durch mein blaues durch, bitte. Nee, es ist. Du musst. Zu dem. Ich muss dich erstmal dahinter die Bridge lassen. Du musst da stehen. Ja, nee, aber du kannst jetzt nochmal durchspringen. Dann kannst du nämlich da stehen. Das ist hier doch der Knaller. Ja, aber dann ist der Peter wieder an, wenn ich hier weggehe. Ja, dann springe ich da ja wieder hin gleich. Ach so, okay. Ja. Das ist total dämlich, aber. So, mal gucken, ob es kommt jetzt drauf an, ne? Fast. Das ist ja unglaublich. Es ist jetzt problematisch. Da. Was? Es muss doch auch einfacher gehen. Das kann dann jetzt nicht die Lösung sein hier. Nee, ich muss von der anderen Seite. Das kann ja echt nicht die Lösung sein. Fuck. Nee, also wenn das die Lösung ist, dann müssen wir einmal nachher wegspringen. Was war deine Idee denn? Wenn ich zu dir hochkomme jetzt. Möchtest du einfach hier jetzt hochkommen? Ich komme einfach mal zu dir hoch. Indem ich deinen. Warte, ich. Ja, Oder so. So, jetzt. Ja. Jetzt gehst du da einfach mal hin. Geh ich. Okay, ja. Ich gehe hier runter. So. Hüp. Und jetzt. Warte. Achso, für den Laser ist ja noch alles da. Jetzt kannst du. Ja, klar, jetzt kannst du da hoch. Genau. Hau! Ich finde das gar nicht so schlecht hier. So, springen. Das ist viel einfacher. Da unten ist jetzt geöffnet. Ja. Für immer? Wie sieht's so aus? Für immer und ewig. Geronimo! Was war das denn gerade? Stand es im Weg.
Auf diesem schmalen Grat kamst du gerade angestürmt, als ich da voller Inbrunst drauf hin zugebrettert bin. Das war ein bisschen uncool. Hey. Perfektes Timing, möchte ich meinen. Oh, ich bin zu weit. Doch. So. Wow. War nochmal. Juhu! Es sieht ein wenig bescheuert aus. Gehst du nochmal runter, ich möchte es auch zeigen. Wupp. Das ist bescheuert. Das sieht höchst brutal aus. Ich hätte aber noch gewunken gerade. Oh, ein unendlicher Gang. Ein unendlicher. Hallo, du bist immer noch da. Du bist ja auch unendlich. Ich bin unendlich. Was passiert hier? Aha. Komm ich mal durch hier. Das ist ein Vertrauensspiel, war das hier Ach, gerade. Ach nee. Das ist kein Spiel. So, Kinas, ja, die sind versteckt, glaube ich. Oh. Nee, das ist ein Gitter. Okay. Vielleicht nicht ganz so voreilig. Okay, das müssen wir hochfahren. Das Punkt. Noch andere. Ich dachte, wir kriegen jetzt hier Sprungsoße einfach. Sprungsoße. Soße. Die ja. Sprung... Oh. Was ist da hinten denn, bitte? Ein Knopf. Oh, da ist eine Wasser. Ein Wässerchen. Hier oben ist auch ein Knopf drauf. Da müssen wir mal hoch irgendwie. Meinst du? Ich gehe da mal hoch, so. Hose? Nee, das geht hier nicht. Kann ich zumindest nicht so hin. Ich glaube, da brauchen wir Sprungpampe. Ach nee, guck mal hier, da so. Ach. Da kann man aber sowas von hier. Das ist ja jetzt aber mal. Ui, ich springe mal total hoch. Ja, nee, da brauchen wir auch Sprung. Also da brauchen wir Schwung, nicht. Kannst du nicht einfach hochgehen, die Schräge dann? Nee, da ist ja keine Schräge, das ist ja, das ist, ne? Wird man da springen kann. Haha. Wie? Ja, es ist nichts für dich. Da bist du zu klein für. Komm ich da bis zu dem Knopf hin, ne? Du kannst doch da hoch gehen. Wo kann ich hochgehen? Na hier, so müsste da eigentlich gehen, oder? Ja, das habe ich ja versucht, aber da fehlt der Schwung. Nee, du musst ja ganz, so, ganz, da, ganz... Da, das hochgehen meinst du? Fuck. Wow. Jetzt mal das gesagt, dass du das hochgehen meinst. Ich plupp da immer raus wie so ein Neugeborenes. Oh. Ja, genau so. Oh, wieso schieße ich denn da immer so raus? Die Neugeborene. Ist aber gut geölt. Ja. Damit man nicht da drin hängen bleibt. Wie das hier auch vollgematscht ist. Du musst mich nochmal hier drüber lassen. Ich brauche dein Vertrauen. Was, wo? Achso, ja, warte. Weh, du lässt jetzt los. Ich hab dir angesehen, wie kurz du davor warst. Aua. Aua. Das hat voll weh getan. Kann man da jetzt durch hier? Nee. Nein, ich war. Warum ist hier noch die. Wie macht sich die andere Tür da auf? Oder wie öffnet sich die, um ein bisschen anders gefragt zu haben? Welche Tür? Nicht. Ja, die orange. Kann ich eigentlich. Tatsache. Hey. Du musst dich einfach ducken. Was? Du musst dich ducken. So, was passiert? Ich drücke auf den Punkt. Ach, da unten ist eine Dingens. Ach nee. Was ist wo? Nix. Hier oben muss er auch noch durch. Kann man das denn nicht umlenken in den Laser? Hier, warte mal. Guck mal, was passiert denn da bei dem Punkt? Warte? Ja. Achso, hat sich schon, ist schon passiert alles. Hast du schon gemacht? Ich hab schon. Ja, Laser geht dort hinein. Ja, man kann den auch nicht umlenken in der Mitte dazwischen. Nee. Hier ist das Problem, dass da unten sich eine Fläche umdreht, aber es ergibt wenig Sinn. Zumindest im Moment nicht. Ohne Sprung-Source. Und hier oben muss auch noch ein Laser durch. Viereck, habe ich nicht irgendwo ein Viereck gesehen? Da oben ist noch ein Viereck. Nee, ich meine das andere Viereck. Ach so. Das Gegenstücke. Wie soll man hier dann rüberkommen?
Was denn da oben? Können wir da oben was anderes machen? Irgendwie? Nee, ne? Nö. Nee. Wie was da oben? Da oben ist noch irgendwie was, aber ich weiß nicht. Ja, da ist noch ein Knopf, aber da kommen wir nicht hin. Da ist ein, Würfel. Aha. Und hier muss man auch irgendwie reinkommen. Hier sind noch zwei Knöpfe drin, hier drin. Ja, aber hier ist jetzt erstmal, auch nichts. Da unten sind die Dinger. Der hast du gedrückt. Genau. Da ist auch nicht mehr zu drücken. Da ist ja nichts mehr zu drücken. Ist da draußen jetzt noch was passiert? Nee, ne? Da ist ja hier... Nee. Ja, ich glaube, Viereck hatte ich da draußen irgendwo gesehen. Aber das ist, Ja, nee.